Die Schieflage an den Finanzmärkten erforderte natürlich auch Gesetze. Also es muss natürlich auch gesetzlich alles neu geordnet werden. Die wichtigsten Gesetze seit der Finanzkrise 2008, 2009. Also als ihr vorhin hier reingekommen seid, hat meine Mitarbeiterin euch nach zwei gesetzlichen Veränderungen gefragt. Keiner hat sie gekannt. Also mich hat es jetzt bloß gewundert, dass ein paar Kunden dabei sind, die sie auch nicht gekannt haben. Das habe ich schon mal erzählt, aber okay. Also ich sage überhaupt kein Problem. Also ich sage, warum ihr das nicht kennt, das liegt in der Natur der Sache, weil ein Gesetz davon, das ich, nachdem ich gefragt habe, das wurde im Dezember 2015 verabschiedet und da gibt es sogar eine Verschwiegenheitsklausel. Das heißt also, ich dürfte mit euch eigentlich gar nicht drüber reden. Wenn der Vortrag dann öffentlich wird, ist der Teil auch rausgeschnitten, weil ich keinen Bock auf Probleme habe. Euch erzähle ich es aber, deswegen ist es mir wichtig. Also der Reihe nach. Wir wissen, wir haben ein wahnsinniges Problem mit unserem Geld, wir haben wahnsinnige Schulden, Weltverschuldung, wir haben 750 Billionen Derivatebombe, also diese Finanzzockerpapiere, die den Wohlstand bedrohen. Das habe ich an anderer Stelle schon nachgewiesen und die Quellen auch benannt. Also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist ein wunderbarer Empfehlungsgeber. Und das ist natürlich was, was uns wirklich, also unseren Wohlstand bedroht. Das muss man erst mal wissen. Aber wie gesagt, es geht heute nicht darum, euch Angst zu machen, sondern eine Lösung zu präsentieren, die jeder für sich umsetzen kann. Wir wissen, laut neuester Zeitungsberichte aktuell, dass wir in Deutschland, wir sind ja gute Sparer, 6,2 Billionen Sparvermögen haben, aber davon sind halt nur 80% festverzinslich investiert. Das heißt, 4 Billionen Euro circa sind definitiv Enteignungskapital. Was das bedeutet, deswegen gibt es diese ganzen Gesetzgebungen, weil so ist es investiertes Geld. Lediglich 20% von dem Geld ist in Sachwerte investiert. Also so legt der durchschnittliche deutsche Sparer sein Geld halt einfach an, das ist das Problem. Und jetzt kommt es natürlich dahin, wie hat sich denn der Staat letztendlich darauf vorbereitet? Was ist denn überhaupt da los? Was hat er denn gemacht? Also auch jetzt Thema Goldverbot, Goldhandelsverbot, es ist eigentlich viel zu umständlich. Es wird viel einfacher gehen, wenn die Uhren auf Null stellen, weil wir haben, wie gesagt, 6,2 Billionen Sparvermögen. Auf der anderen Seite haben wir lächerliche 2 Billionen Schulden. Also das ist eine Milchmädchenrechnung, einmal Klick, stelle ich die Uhr auf Null, sind die Schulden weg. Jetzt kommt allerdings noch die Haftung für die für den europäischen Stabilitätsmechanismus, wo wir ja 30% Haftung fast haben oder 27, noch was für die Schulden der Eurozone. Dann wird es eng, aber das ist der Grund, warum wir Deutsche überhaupt auch noch so liquide sind. Wir haben natürlich einen Wirtschaftszyklus hinter uns, also wir sind ja in der Rezession angekommen. Das ist ja auch wissenschaftlich mittlerweile belegt und das ist einfach mal wichtig. Das sind die Waffen, die gegen euch alle, gegen euer Geld gerichtet ist. Es wurde im Jahr 2011 ein Zensus durchgeführt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das ist eine Volkszählung in der Regel. Das war damals aber sogar mit Nachdruck eine Wohnungs- und Grundstückszählung. Das heißt also, da gibt es einen Zeitungsbericht, der liegt mir noch vor, weil ich ja Vorträge schon seit 15 Jahren mache. Also da war es damals so, dass in Bad Kissingen im Landkreis Bad Kissingen zwei Menschen, die den Fragebogen geschickt gekriegt haben, nicht preisgeben wollten, was sie alles besitzen. Die sind mit einem Bußgeld versehen von bis zu 1500 Euro, wenn sie den Fragebogen nicht binnen einer Frist von 4 Wochen dann abgegeben haben. Was dann daraus war, weiß ich nicht, war ein Zeitungsbericht, erste Seite Zahlezeitung und der Herr vom Landratsamt Bad Kissingen war drauf. Das heißt also, die wissen heute, wem was gehört. Mal ganz einfach. So. Also das mussten wir ja sowieso machen. Der letzte Zensus in der Größenordnung war, als Ost und West sich wiedervereinigt hat. Ist natürlich klar, da mussten wir erstmal Bestandsaufnahme machen. Jetzt sind wir auch bei dem Thema, bevor es ein Goldverbot gibt, meines Erachtens nach, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann wird es wahrscheinlich eher eine einfache Erhöhung der Grundsteuer geben. Die verdoppel ich und verdreifache ich einfach mal, dann habe ich plötzlich Geld als Staat. Also da muss ich mir nicht 80 Millionen Haushalte angucken, ob da irgendwo jemand 3 Goldmünzen versteckt hat. Das geht viel einfacher. Dann im Jahr 2013 ist was ganz Besonderes passiert. Das hat was mit Zypern zu tun und auch mit den Schulden Griechenlands. Hat der Staat plötzlich die Collective Action Clause erfunden. Das ist die CAC-Klausel in allen neu ausgegebenen Staatsanleihen von Euro-Ländern. Das bedeutet frei übersetzt, könnt ihr alles nachgoogeln, wenn ihr wollt, dass die
neu ausgegebenen Bundesstaatsanleihen im Schadensfall nicht zurückgekauft werden müssen. Also wenn der Staat pleite ist und kann nichts mehr, greift CAC-Klausel, das heißt, dann ist es halt hin und weg. Jetzt können die Fragen kommen, ja, was bockt mich das, was ist das mein Thema, wer ist der größte Abnehmer von Bundesstaatsanleihen? Jemand eine Idee? Die deutschen Lebensversicherer. Allianz ist der größte Lebensversicherer in Deutschland, einer der größten in Europa, kauft jetzt seit neuestem keine Bundesstaatsanleihen mehr. Ja, ganz wichtig. Also jeder, der im Besitz einer deutschen Kapitallebensversicherung ist oder einer deutschen Vorpolice, ganz wichtig, auch das habe ich dabei. Also alles das, was ich hier zeige, habe ich schriftlicher dabei. Wenn ihr das nachher nochmal einzeln sehen wollt, kann ich euch das auch gerne zeigen. Glaubt mir das jetzt einfach mal, wie gesagt, die Quellen, das habe ich alles da. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass in Zypern im Jahr 2013 ja das erste Mal, es ist ja von einem EU-Gericht im letzten Jahr nochmal als völligst legitim beurteilt worden, dass diese Geschichte, die in Zypern passiert ist, dass die ihre Sparer an der Staatsschuld beteiligt haben. Ich weiß nicht, kennt das jeder, die Geschichte? Also Freitagabend hast du 100.000 Euro auf dem Girokonto gehabt, Montag ist Aufgang, waren es noch 80.000. Also es war der erste Staat mit Euro als Währung, bei dem die Sparer an der Staatsschuld beteiligt wurden. Damals hat auch die neue, ganz wichtiger Termin, ist bald soweit, im November Wahlen bei der EZB, die Christine Lagarde, heißt sie Christine mit Vornamen? Die Frau Lagarde, glaube ich schon. Also bei der ist es ja, ich habe Respekt von ihr, weil sie von dem, was sie da tut, hoffentlich dann doch ein bisschen was versteht. Also wenn man ihren Werdegang kennt, schwierig. Aber ich sage das auch ganz öffentlich, weil das ist für mich ein Thema, das ist eigentlich teilweise was, was gegen das deutsche Grundgesetz verstößt, aber wir lassen das jetzt mal beiseite. Also das Entscheidende, damals haben die Leute von der EZB oder vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds, gesagt, dass dieser Vorgang der Sparerenteignung künftig Teil der europäischen Liquidierungspolitik sein wird. Und jetzt hat es ein EU-Gericht bestätigt. Also das Thema ist längst durch. Also es ist alles geklärt gegen euch. Und wie gesagt, die Frage ist, was gibt es für eine Lösung? Das Allergeilste für mich ist jedes Jahr, ich freue mich immer wieder, wenn ich es kriege. Und zwar, ihr kennt ja dieses Schreiben, Informationen für Anleger, kriegt ihr jedes Jahr von eurer Bank geschickt. Ja, da steht dann wunderbar drauf, dass die haften bis 100.000 Euro, die Obergrenze ist 100.000, gilt für jeden Anleger. Und jetzt kommt's, zuhören, die Währung der Erstattung ist was? Euro. Wie leicht ist es, den Euro abzuschaffen, was Neues draus zu machen? Viel wichtiger ist, dass es keinen Rechtsanspruch auf das Eingreifen dieses Sicherungssystems gibt. Da gibt es eine Satzung, könnt ihr nachgoogeln. Definitiv, schwarz auf weiß, ich habe es dabei, kein Rechtsanspruch für das Eingreifen dieser Einlagensicherung. Wenn das Institut, Sparkasse, VR-Bank, die noch viel besser gesichert sind wie die öffentlichen Banken, die in Deutschland Geschäfte machen, aber über das, was wir hier reden, was möglich ist, mit dieser kompletten Verschuldung, mit der Haftung Deutschlands, das ist ein Riesenthema. Und es ist definitiv so, zeigt es dem Anwalt, sagst ihm, du, ich habe da einen Vertrag unterschrieben, die erzählen mir was, dass auf jeden Fall 100.000 Euro kriege, aber es gibt keinen Rechtsanspruch drauf, was würdet ihr sagen? Ja, guck mal, ob du von dem Vertrag zurücktreten kannst, weil das ist scheiße. Ja, also das muss man wissen, also das ist das, was gegen euch läuft. Dann gibt es den Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, das ist vormals Paragraph 389 Versicherungsaufsichtsgesetz, der regelt die Pleiten von deutschen Versicherern. Also in Deutschland gibt es keinen, ich möchte das mal hier wichtig betonen, weil also auf YouTube ist es immer wieder so, da wird man natürlich immer mal angeschossen, ich habe das dabei. Also die Einzelanfrage an den Deutschen Bundestag ist ganz einfach. Also selbst eine deutsche Vorpolice, wo die Gelder nicht im Anlagestock des Versicherers gelagert werden, sondern gilt Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz auch für vorgebundene Lebensversicherungen. Und da steht schwarz auf weiß drin, dass er genauso wie für alles genau auch da gilt. Und da gibt es eine wunderbare Lösung, die habe ich auch mehr oder weniger seit Jahren im Programm. Wir können das auslagern in ein Land, bei dem die Sparer geschützt sind nach Artikel 45 Konkursordnung, wo die Lebensversicherungspolicen dem Sondervermögen unterliegen, das heißt, im Schadensfall gehört es euch oder demjenigen, der es hat und nicht dem Insolvenzverwalter oder dem Gläubiger.
Das ist alles das, was uns so vorgegaukelt wird. Und das Allerschönste ist, ihr kriegt ja mit diesem Anlegerschreiben da, also mit diesem Zettel, der da immer wieder kommt, mit diesem Informationsbogen dann auch alle, manchmal die AGBs, wenn sich was ändert. Und da hat sich massiv was geändert, weil da steht plötzlich drin, die Haftung einer Bank. Und das möchte ich immer aus den Musterbedingungen kurz vorlesen, weil die guckt sich ja von euch wahrscheinlich auch keiner so genau an. Da steht dann plötzlich drin, also Haftung der Bank, also wann die Bank nicht haftet ist, also die Bank haftet nicht für Störungen, nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Krieg und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse, zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Komma, jetzt kommt's, Verfügungen von hoher Hand im In- und Ausland eintreten. Was bedeutet das? Was ist Verfügung von hoher Hand? Mal googeln. Beschleunigung oder Währungsreform. Genau. Also wenn wir eine Verfügung der hohen Hand haben, dann müssten wir jetzt einen Vortrag nur über den europäischen Stabilitätsmechanismus machen. Allein da könnte ich einen halben Tag drüber referieren, ich spaß mir, aber da steht, also da ist ja geregelt, dass die sogar in den deutschen Staatshaushalt eingreifen dürfen im Schadensfall. Also das nur am Rande. Deswegen steht hier das Wort Kontrolle und deswegen war das erste Bild auch das. Sorry. Ja, wir haben ja immer wieder mal vielleicht auch wenig Zeit, uns um das Thema mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen ist Vertrauen gut, Kontrolle besser. Das ist in den letzten 10 Jahren gegen euch passiert. Und das Wichtige ist halt einfach, dass man da mal eine Entscheidung trifft. Ja? Dass man halt einfach mal da sich überlegt, Mensch, was machen die da eigentlich? Was soll das? Die stellt sich hin. Also die Frau in Rot und erzählt uns, 2009, eure Spareinlagen sind sicher. Das ist alles Käse. Alles Käse, definitiv Käse. Schäuble stand nebendran, damals noch Finanzminister, während der Krise. Es ist sicher, gar nichts war sicher. Hypo Real Estate, wenn damals platt gegangen wäre, wäre das Kuchen schon zusammengeklappt. Haben sie halt gerettet und jetzt geht es halt darum, wie kann man sich da positionieren. Also das Wichtigste dabei ist halt immer, also auch die Lagerung von Gold. Ja? Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, also Goldverbote, ich kann mir es nicht vorstellen, weiß man nicht. Aber da steht es, also selbst die Lagerung in einem Bankschließfach ist tödlich. Da gehört euch nichts da drin. Wenn die das Ding zuschließen, Freitagabend, ist es erledigt. Ganz einfach, muss man wissen. Das steht schwarz auf weiß da, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Ich kann es jedem nur raten, wenn ihr Gold nicht, also außerhalb eures Dunstkreises gelagert habt, holt es in euren Dunstkreis, damit ihr jederzeit Zugriff drauf habt. Ganz einfach. Und am besten halt anonym gekauft. Wird der Hans-Jochen Grüninger später nochmal darüber berichten, wie wichtig das auch ist. Und ja, also so viel dazu. So, die Frage ist natürlich, wir haben das im letzten Jahrhundert ja nicht nur die Krönung an Gesetzen, kommt übrigens jetzt gleich noch. Also das war jetzt erstmal das Vorgeplänkel, jetzt kommen wir mal dahin, wo es richtig wehtut, damit ihr es auch glaubt. Also das hat man ja im letzten Jahrhundert, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, ist alles klar, wir haben Währungsreformen erlebt, wir haben weltweit erlebt, wie Staaten pleite gehen, das ist auch mehr die Regel wie die Ausnahme. Und die Frage ist doch einfach immer, wie hat denn damals das Ganze überhaupt ausgesehen? Was haftet denn im Schadensfall? Das habe ich ja vorhin schon alles gesagt, ich überspringe die Folie jetzt damit auch gleich. Und jetzt kommen wir dazu, ich habe euch gefragt, wer kennt es? Keiner, klar nicht. Weil in diesem Ding gibt es, könnt ihr nachgoogeln, eine Verschwiegenheitsklausel. Das bedeutet, dass alle Menschen, die professionell Vermögen verwalten, Kenntnis von diesem Gesetz haben, die bei der Mitwirkung des Gesetzes verantwortlich für gewisse Teilbereiche waren, haben eine Verschwiegenheitsklausel zu akzeptieren. Die dürfen darüber nicht reden. Die Frage ist, was haftet bei dem nächsten Bankencrash für die Schulden? Für die Banken, für die Versicherer, also das habe ich vorhin auch vergessen zu sagen, 34 von 84 deutschen Lebensversicherer haben schon Schieflage. Quelle ist Bund der Versicherten, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die hocken auf 1.800 Milliarden Euro Anleihen von diesen ganzen maroden Eurostaaten. Das muss man mal wissen, diese CAC behafteten Klauseln und im Supergau bleibt für die wenigstens was übrig. Das sind Lebensleistungen, die kaputt gehen und das muss man einfach wissen. Also bei dem Gesetz, das 2015 verabschiedet wurde, das keiner von euch kennt,
Bedeutet, beim nächsten Crash haftet alles, was auf Sparbuch liegt. Festgeld, Tagesgeld, Girokonten, Sparverträge, außer Sondervermögen, Sparverträge in Fonds, Namensschuldverschreibung, vorübergehend geparkte Liquidität aus Depots. Bedeutet, wenn jemand 100.000 Euro auf dem Depot hat, legt es auf sein Girokonto, will sich am Montag einen Porsche kaufen, will ihn damit bezahlen und an dem Tag ist es, haftet auch das Geld dafür, auch wenn es vorher von einem Aktiendepot kam. So, wenn man das jetzt alles mal so Revue passieren lässt, dann ist es natürlich ganz wichtig, also darüber berichte ich ja wirklich schon seit 2010 auf meinen Vorträgen, das ist die Umstellung, das Umstellungsgesetz aus 1948. Ich gehe mal darüber, was sagt das aus? Also was hat damals für die Staatsschulden gehaftet? Also wir haben das Gleiche wie hier stehen, nur dass ihr mal seht, wie es funktioniert hat. Wenn ich jetzt irgendwas von dem hatte, also nehmen wir an, da waren 100.000 Reichsmark auf einem Sparbuch gelegen, dann haben die halt mal schnell die Schulden platt gemacht, haben im Endeffekt mal schnell eine neue Währung gemacht und dann waren noch 6.500 in der neuen Währung übrig. Ganz toll. So schnell ist das Geld weg. Bei den Lebensversicherungen, mündelsicheren Staatsanleihen war es das Gleiche. Und jetzt habe ich es ein wenig neumodisch gemacht, weil heute spricht man ja kaum noch miteinander. Man schreibt ja eher mal eine WhatsApp, wo dann so Emojis oder wie man sie nennt, drauf sind. Ja, also was hat wohl überlebt? Ich kann es immer wieder nur sagen, da ist es. Ist immer der gleiche Prozess. So steht es ja auch gerade, ja, von den Werten her. Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle, Unternehmen, Beteiligungen. Wen wundert es auch? Ja, es sind Sachwerte, da kann keiner hin. Wird selbst für den Staat schwierig, dahin zu gehen. Also dieses Gesetz ist durch Schwarz auf Weiß. Das bedroht definitiv mehr als alles andere. Das ist also definitiv die Enteignungsgeschichte, ist jetzt gedeckelt. Also beim nächsten Bankencrash haftet nicht der Steuerzahler wie beim letzten, dass wir das auffangen, sondern dann geht es an die 6,2 Billionen Sparvermögen der deutschen Sparer.